Er ist der Neue, Stefan Schmidt, 37 Jahre und ab sofort Cheftrainer des FC Energie Cottbus. Ich freue mich einfach hier zu sein. Und wir hatten heute unsere erste Trainingseinheit. Ich habe die Jungs kennenlernen dürfen, habe sofort einen durchweg positiven Eindruck gewonnen von den Spielern. Das hat sich dann auch auf dem Platz gleich wieder gespiegelt. Wir haben wirklich sehr, sehr gut trainiert. Die Jungs sind mit vollem Eifer dabei, hoch motiviert, sehr, sehr konzentriert heute auch innerhalb des Trainings. Wie sein Vorgänger übt auch Schmidt eine Doppelfunktion aus. Er übernimmt sowohl die Stelle des Trainers als auch die des Sportdirektors. Trotzdem waren sich Präsident Ulrich Lepsch und Stefan Schmidt schnell einig. Ich hatte sehr, sehr gute Gespräche, auch mit der Führungsebene. Und man hat gleich eins gespürt, es ist nicht nur hochseriös hier in der Führung, sondern es wird auch mit Herzblut gearbeitet. Und das passt perfekt zu mir. Doch die momentane Schieflage bleibt vorerst bestehen. Da ist der neue Coach gleich zu Beginn gefragt. Ja, es ist keine einfache Situation, in der wir sind. Aber wir wollen bis Weihnachten in den kommenden 6 Spielen wollen wir maximal punkten. Das ist das Ziel. Und ich möchte jetzt auch als Trainer gar nicht so große Töne spucken, wo wir alles hinwollen, sondern wir wollen wirklich jetzt erstmal die 6 Spiele von Spiel zu Spiel das Maximum rausholen. Und damit wollen wir am Montag beginnen. Mit Stefan Schmidt kommt ein junger Trainer nach Cottbus. Ob er neue Impulse setzen und die Talfahrt endlich beenden kann, werden die kommenden Spiele zeigen.